Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer. Ich bin immer noch im Vergnügungspark, obwohl ich mich nicht wirklich vergnüge. Mal wieder. Ich habe mich auf diesem Vergnügungspark noch nie vergnügt. Deine Ohren sind für dein Alter etwas klein, ist aber niedlich. Hast du mir das nicht schon mal gesagt? Mann, die flirtet aber ununterbrochen mit uns. Das ist ja unglaublich. Also, hier haben wir einen Hinweis bekommen, dass hier irgendwo ein Mond sein soll. Zumindest sind hier schon mal Quallen. Da guckst du, wa? Dass ich diesen Besen hab. Tja, den kriegst du jetzt erstmal ins Gesicht. Okay, also. Das sieht mir doch stark danach aus. Hier sind zumindest schon mal diese besseren Quallen. Die gab es vorher hier nicht. Das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Ach, was wollt ihr denn? Geht zurück ins Meer. Da gibt's. Aua, aua, aua. Könnt ihr bitte? Danke. Ja, kick mich auf den Boden. Jetzt ist auch noch meine tolle Jacke dreckig. Okay. Aber das tut mir leid. Die haben jetzt meine Aggression geweckt. Ich muss sie jetzt töten. Die haben es einfach verdient. Ja, das haben sie. Sind sie tot? Ja, sie sind tot. So, darf ich jetzt endlich weiter nach dem Mond suchen? Was heißt endlich? Nicht, dass ich es möchte oder so, aber es führt ja kein Weg dran vorbei, weil Seto Angst vor kleinen Mädchen hat, die irgendwelche Wege versperren. Ist das nicht hier? Vielleicht steht hier irgendwo wieder eine Nachricht, die uns wieder komplett woanders hinführt. Ich guck mal genau. Da steht doch was, oder? Sehe ich das richtig? Nee, das ist noch Rabesgekritzel. Ja. Seto ist ein doofer Name. Probier's nochmal, Loser. Ja. Hätte er ruhig mal sauber machen können. Cat! Oh, ich muss ihm. Ich wollte ja einen Namen geben. Ich nenne sie Günther. Okay. Das ist Günther. Wir müssen immer mal bei Günther vorbeischauen und ihm auch mal Futter bringen, damit. Moment, da! Da. Mondhöhe ist. Moment, Moment, was steht da? Ja, das ist er doch, oder? Das ist er doch. Das ist er. Kann ich das nehmen? Ich glaube, das ist der Mond, den sie wollte. Ja, aber schau mal. Er ist an diesem Schild befestigt. Den kriegen wir nie ab. Du hast vergessen, dass ich einen Besen habe. Aber wir haben ihn endlich gefunden. Ja. Du brauchst gar nicht erst versuchen, ihn loszumachen. Okay. Ja, er fummelt da ein bisschen rum. Ich hab's schon. Er ging einfach so ab. Ich hab den Mond erhalten. Na, Gott sei Dank. Was? Das Schild muss auch verrottet sein. Da hast du aber Glück gehabt. Ja, ich hätte auch Gewalt anwenden können. Aber das brauchen wir wohl nicht. So, Günther, bis dann. Ich lasse demnächst mal Futter da, wenn ich mal wieder was habe. Okay, jetzt haben wir ja auch den Mond, jetzt haben wir den Stern, den Mond. Jetzt fehlt noch die Sonne wahrscheinlich. Wetten wir, sie will noch eine Sonne? Wenn sie jetzt noch eine Sonne will, dann springe ich aus dem Fenster. Definitiv. Okay, jetzt muss ich gerade überlegen, wie kommen wir jetzt am besten zurück? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach komplett den Weg nochmal zurücklaufen. Und zwar, wo bin ich hergekommen? Ich werde mal kurz hier mich ans Lagerfeuer setzen, weil ich eventuell was verkaufen möchte oder mal ein bisschen Zeug loswerden möchte. Und Zeto ist wieder erkältet. Hoffentlich wird es keine Grippe. Da ist er doch, wenn man vom Teufel spricht. Ja. Welche Freude! Wie hast du eigentlich dein zweites Auge verloren? Erklär mal. Objekte verkaufen. Was können wir denn nicht gebrauchen? Haben wir irgendwas? Schleuder. Ne, wir haben. Habe ich nicht einen Bogen gehabt? Wieso habe ich keinen mehr? Ach so, den habe ich ausgerüstet, deswegen wahrscheinlich. So. Da haben wir es. Habe ich ihr den Stern nicht gegeben? Anscheinend nicht. Ne, wir haben hier nichts, was wir irgendwie verkaufen können. Aber vielleicht hat er irgendwas anzubieten. Ein Sch Metallstock. Eine Stange? Was kann die denn? Zeig doch mal her, Info. Die Stange kann eine leichte, aber stabile Eisenstange. Sie ist völlig verrostet, eine Oberstange. Haben wir das nicht schon mal? Die ist immer noch schwächer als der Besen. Ja. Kassenspielzeug? Brauche ich nicht. Vitamine kann man immer mal gebrauchen. Was waren die? Die waren, glaube ich, Leben, oder? Ja, Gewehr auf 150. Davon brauchen kaum welche, weil die sind durchaus praktisch. Oh, ich hätte mehr kaufen sollen. Moment. Mehr davon. Her mit den Aufputschmitteln. Ja, es stört eh keinen. Okay. Was haben wir noch? Thunfisch. Verbandskasten. Es verbraucht alles zu viel Platz. Abgeschlossen. Fertig. Gut. Ich weiß, dass du mich wiedersehen wirst. Ich werde dich nie loswerden, wahrscheinlich. Das wird böse enden. Ich sage es euch mit ihm. Aber weiter möchte ich das nicht ausführen. Wir wollen nicht wissen, was er alles in seiner Freizeit noch tut. Außer mit Stöcken zu handeln. Okay. So.
Am besten, wir gehen jetzt einfach den kompletten Weg zurück, damit ich mich auch bloß nicht wieder verlaufe. Was steht denn da? Ist das ein Pinguin? Das sind noch mehr von diesen Pinguinen. Ich will die alle mitnehmen. Die sind super Dekoration für den Vorgarten oder so. So, also hier war ich eben. Ich möchte jetzt gerade mal was testen. Hier war doch eben bei den Tassen so ein Symbol, wo das fehlt. Was ist denn, wenn ich den Mond... Kann ich den vielleicht da einsetzen oder so? Hier meine ich nämlich. Oder? Nee. Gut, ich habe wahrscheinlich wieder so komplex für das Spiel gedacht. Wahrscheinlich. Okay, dann einfach zurück. Wo bin ich denn? Bin ich hierher gekommen? Ich bin hierher gekommen, oder? Genau, ja. Richtig. Und dann gehen wir einfach wieder durch den Wald zum Hotel und dann sind wir auch schon wieder da. Ja, genau, jetzt erinnere ich mich. Okay. Was stand denn hier nochmal? Hab ich das gelesen? Ich habe das, glaube ich, gelesen, oder? Ich gucke nochmal. Ja. Ich bin Rabe wie der Vogel. Raben sammeln glänzende Sachen. Ja. Rabe hat auch diesen extrem mächtigen magischen Stift, der diese grüne Tinte verschmiert. Wieso haben alle einen, nur ich nicht? Ich will auch so einen haben. Vielleicht finde ich ja noch so einen. Dann kann ich auch tolle Sachen in die Wand kritzeln. Ja. Die Leute nur noch verwirrter machen. Warum leckt es? Es leckt. Was war das? Ja, Seto kann seine Kräfte zum Wechseln der Tageszeit nun mal nicht immer konstant einsetzen, dann leckt es auch schon mal. Von daher lassen wir ihm ein bisschen seine Ausruhphase. Oh, das Schild habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay. Hotel Curato. Das wusste ich ja noch gar nicht. Eine sehr wichtige Information nicht. Das hilft uns auch nicht weiter. So, und bitte, lass es jetzt Schluss sein mit diesen ganzen Besorgungen. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Das ist doch immer wieder dasselbe. Wir werden immer aufgehalten. Von irgendwelchen Kindern, die Fang spielen wollen. Von irgendwelchen Kindern, die Monde und Sterne haben wollen. Was kommt als nächstes? Ich stelle es am besten gar nicht in Frage, sondern lasse es einfach auf mich zukommen. Okay. Und ich hoffe, wir können das Zeug dann auch wieder wegschmeißen, weil das versperrt wieder mein Inventar wie nix. Also, die Hosen lasse ich eiskalt stehen. Ja. Natürlich lasse ich das. Ich werde mich jetzt nicht mit denen befassen. Das. Nein. Das habe ich schon oft genug getan. Und es dauert, kostet Zeit, kostet Nerven. Und außerdem, vielleicht braucht die Hosen ja noch niemand. Wenn ich die alle zerstöre, wer will denn nachher dann in ordentlichen Klamotten rumlaufen? So, war das. Nein, das war, glaube ich, noch Stock. Oder war das doch hier? Doch, hier war es. Doch, ich bin richtig. Okay. So, das ist der Mond, richtig? Zack, was sagst du nun? Sag mal, Lügner, du hättest ihn gar nicht abnehmen können. Er war an der Wand fest. Tja, das Schild war morsch. Zuerst dachte ich auch nicht, dass es klappt. Aber ich hatte ihn kaum berührt und schon ging er ab. Das glaube ich dir nicht. Sag mal, was soll ich denn noch machen, damit du mir glaubst? Also bitte, du verschwendest deinen Atem. Sie wird dir nicht glauben, egal was du tust. So. Kannst. Nein! Nein! Das mache ich. Nein! Zu meinem Ring finden, den ich verloren habe. Sie wird wieder die gleiche Show abziehen. Vergessen wir es. Ich irgendwie sei es mir sehr sympathisch. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Ich soll also einen Ring für dich finden. Wie sieht er denn aus? Silbern und herzförmig. Erinnerst du dich, wo du ihn zuletzt gesehen hast? Ich glaube, es war im Hotelrestaurant. Na gut, ich bin gleich zurück. Ja gut, das ist wenigstens nicht so weit. Ein silberner Ring? Ich habe das Gefühl, dass das die schwierigste Suche wird. Das könnte eventuell die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen sein. Ein Ring also. Aber ich habe schon so eine Ahnung, wo das sein könnte. Warum tue ich das? Schließlich ist es nur ein kleines Mädchen. Ja. Was, Schluckauf? Nein, du siehst schon Gespenster. Aha. Oh Gott. So, wo war das? Ich glaube, das war im dritten Stockwerk. Wenn ich mich nicht täusche. Mach keine Abspackungen, Seto. Ich weiß, meine Wiimote macht gerade wieder, was sie will, wie immer. War das hier? Genau, das ist doch das Hotelrestaurant. Wenn ich mich nicht irre. Hier sind irgendwo Hunde. Da steht was. Moment. Den machen wir kurz weg. Zack.
und lesen, was hier steht. Mist, hier auch nicht. Nein, hier nicht. Aber hier in dem... Ist das das Restaurant? Das müsste doch das Restaurant sein, oder? Ist das das Restaurant? Was zum? Okay. Dieser Baum bewegt sich. Wie komisch. Was für eine Untertreibung. Ich wünschte, es wäre nur komisch. Das Ding ist total bösartig. Bösartig? Ja, das sieht stark danach aus. Achtung, es hat uns gesehen. Und jetzt verprügeln wir es doch einfach. Ja, das sieht stark nach bösartig aus. Also. Ey. Was tust du denn? Okay. Also, immer schön aufs Gesicht wahrscheinlich. Seht ihr die Livebar? Na, Moment, Moment. Ich hab ja eine glänzende Idee. So, also. Bogen. Zack. Wenn das klappt, dann ist es großartig. Ja, das klappt. Wunderbar. Dann schießen wir doch einfach. Zack. Zack. Es ist schon irgendwie lame, oder? Was ich da gerade tue. Aua. Na. Das ist schon sehr lame, was ich hier tue. So. Klatsch. Nein. Aua. Egal. Er wird schneller tot sein als ich, wenn ich das die ganze Zeit mache. Stirbst du bitte? Stirbst du? Ich habe gesagt, stirbst du? Danke. Was? Wieso geht der Bogen kaputt? Aber gut, zumindest genau im richtigen Moment, wo wir diesen Quallenbaum erledigt haben. Ich habe ja so eine Ahnung, was jetzt passieren wird. Er wird den Ring droppen oder so. Oder auch nicht. Ich schätze, das hat sich erledigt. Ich muss schon sagen, für so einen hübschen Kerl bist du aber zäh. Haha, das Alleinsein hat so seine Auswirkungen. Hey, was ist das denn? Es glänzt. Was das wohl ist? Das wird wohl der Ring sein. Ihr Silberring vielleicht? Lass uns hören, was sie sagt. Bestimmt nennt sie dich wieder einen Lügner. Die Vorahnung habe ich auch. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Egal. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Was wollen wir hier noch? Essen gibt's ja eh keins, weil das Hotel scheiße ist. Das habe ich schon öfters gesagt. Die behandeln ihre Kunden wie Dreck hier. Kein ordentlicher Service. Naja. Gut. War das das Stockwerk? Ich muss immer wieder überlegen. Ja, das ist richtig. So, bitte lass es jetzt zu Ende sein.